Lauf, 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 lauf! Oh, 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 oh. What? Boy. Und ja, Eltern, es ist immer noch ein stinknormales YouTube-Video. Ohne Witz, es ist immer noch Fortnite. Immer noch ein lustiges Spiel für Jung und Alt, für jede Altersklasse. Jeder hat seinen Spaß hier, auch wenn man ein bisschen hier am Ragen ist. Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Mal wieder eine schöne Parkour-Map, aber diesmal nicht der Todesparcour, sondern die Todesslide-Parkour-Map. Ist ein großer Unterschied, ne? Es wird spaßig, Leute. Da ist der Code, ne? Ihr könnt den Code abtippen, falls ihr Bock habt. Ecke Skillslide 2. Okay. Okay. Oh, Leute, das wird lustig. Es wird spaßig. Das wird voll Spaß machen. Yay! Das macht so Spaß hier. Ich werde auch bestimmt null ragen. Nein, bestimmt nicht. Nicht ein bisschen. Nicht ein einziges Mal. Ne, werde ich nicht. Ne, seht ihr schon, erste Falle ausgewichen. Easy. Okay, das war mies. Go, Baby. Okay, hier müssen wir springen. Okay, ja, springen. Ducken. Und springen. Alright. Das läuft ja wie am Schnürchen. Oh. What the fuck? Okay, gefällt mir. Gefällt mir. Ich mag ja Slide-Maps irgendwie mehr als Parkour-Maps, ne? Parkour-Maps, wo man irgendwie so ein Pixel von irgendeiner ollen Sprungplattform treffen muss, nur damit man richtig fällt. Hier kommt es mehr so auf das Geschick an, auf das Timing und wie man sich durch die Map rutscht und durch die Lücke. Ah, immer ist die Lücke schön eng, ey, Leute, ne? Ja. Niemals kann die Lücke schön breit sein, aber Leute, ab und zu mal muss die Lücke auch ganz eng sein, damit man da auch ein wirklich schönes Gefühl hat, wenn man endlich mal durchkommt, ne? Wenn man endlich mal durchkommt, hat man viel besseres Gefühl, wenn die Lücke schön eng ist. Und nicht so ein breites Ding ist, wie man sonst auskennt, ne? Keiner will ein schlabbriges Loch, wo man dann einfach durchfliegt, ne? Ne, Leute, will keiner. Aber hier durchzusliden, warte, was muss ich da jetzt machen? Ist überhaupt nicht zweideutig. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Was schreibt ihr da jetzt überhaupt in die Kommentare? Shit. Was schreibt ihr da in die Kommentare? Was glaubt ihr denn, ey? Leute, ich meine diese Lücke da in dieser Wand, in diesem Wandteil da. Das Ding ist halt gerade mal so ein Spielerbreit und man muss da auch ordentlich durchfliegen oder auch nicht? Mit Gefühl! Oh, mit Ducken, Leute. Yes! Let's go! Erster Level geschafft. Okay, wohin? Surprise, Motherfucker. Ja. Oh, du Sohn! Ey, deine Mutter stellt doch Uhren her, du Uhrensohn, du, ey. Ne, deine Mutter ist eine Swatch oder eine Rolex. Alter, was war das für ein Debate? Ah, fuck. Ey, das war gerade der mieseste Troll des Jahrhunderts, ey. Kommst du da hinten an? Okay, da stand Stopp. Keine Völker, ja. Ist ja gut, da kann er sich sein Stoppschild sonst wohin reinschieben. Okay, mit Schmackes, mit Bremsen. Ach. Deine Mutter stellt dich nur Swatches oder Rolex her, ey. Die produziert auch noch eine Tommy Hilfiger oder so. So, bremsen. Oh, sehr gut. Okay, was machen wir jetzt? Okay, da nicht. Ich denke mal, ich muss hier runter. Okay, sieht gut aus, sieht safe aus. Haben wir den ersten Level geschafft? Yes, wir sind Level 13. Level 12 war gerade eben das Ding. Alright, okay, was ist das hier? Sieht cool aus. Nee, sieht nicht cool aus. Und durch die Lücke. Und, nein. Scheiße. Ich hab noch gut lachen, ne? Ich hab echt noch gut lachen. Na, mit. So, jetzt aber mit Gefühl durch... Einfach Gefühl, das Ganze. Mein Gott. Einfach schön durchrutschen. Einfach. Nee, ist das dein Ernst, ey? Gleitcreme spart Anlauf, Leute. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Mit Gleitcreme sparst du Anlauf, aber. Oh. Okay. Ein bisschen langsamer ist die Lösung. Was war das denn? Das war ein Trollboost. Nein. Und jetzt durch. Ah, shit. So, und reicht durch die... Ah, nein, ich bin zu langsam. Ah, shit. Ich bin noch gut drauf. Ich habe ja auch erst 10 Minuten in dieser Aufnahme drin oder so, ne? Noch ist ja alles gut. Noch ist alles... Level 14, Boys. Sehr gut. Alright. Okay, was haben wir hier? What? Alright, an der Kante, entlang und dort. Okay. Oh, das ist cool, Leute. Slide Maps for the win. I like it. Ich mag es. Leute, testet das auch aus. Ne? Kopiert den Inselcode oben. Probiert das aus. Wie weit kommt ihr? Welchen Level schafft ihr? Ich liebe diese Slide Maps. Es hat so ein Gefühl von Geschwindigkeit, von Timing und von Tod. So, und jetzt durch. Zack, jetzt. Let's go. Slide. Let's go. Erinnert mich ein bisschen an CSGO, an die paar Slide-Maps, die es gab, ne? Oh. Ah, verdammt, ich muss dieses Video noch familienfreundlich hinkriegen. Familienfreundlich. Kindergeburtstag. Alle lachen. Happy go lucky. Let's go. Und...
Oh, wir tun wieder alle Eltern leid, die ein bisschen diese Geräuschkulisse jetzt hier mitbekommen können. Leute, das ist ein ganz anständiges YouTube-Video. Keine Sorge, liebe Eltern, wenn ihr dieses Video jetzt seht und ihr gerade das Handy von euren Kindern kontrolliert, wegen komischen, schmännerstöhnenden Geräuschen, alles gut, euer Kind ist noch, ist alles, braucht ihr keine Sorgen zu machen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich harmloses und... Komm mal. Oh, schön durch die Kurve. Ordentlich die Kurve. Und jetzt die Kante. Yes, sir! Tomatensaft! Alter, war das ein Pixel! Hey! Okay, Leute. Let's go! Ey, das war mega Glück. Oh, das sieht schön aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wo muss ich hier lang? Okay, da anscheinend. Das geht gut, Leute. Level 15. Okay, hier durch das Loch durch und wo muss ich hier lang? Da bin ich tot. Ich war schon mal in Rom. Schöne Stadt. Und da waren auch viele Wege, da, die dahin führten. Okay, das war falsch. Ja, das fühlt sich mehr nach Parkour-Map an, Leute. Das, okay. Bin durch. Die war easy. Bin ich hier richtig? Sau viele Gänge und wo muss ich jetzt hier lang springen? Egal, wo ich lang springen muss, anscheinend muss ich da hoch. Das ist doch safe. Okay, das ist easy. Okay. Hä? Was soll das? Was soll der Mist, ey? Was soll dieser Nob jetzt hier? Warum baut man eine Treppe, die man nicht hochsliden kann? Guck dir das an. Hä? Okay, warte ich einfach, bis die Eisklötze vorbei sind, weil... Was ist das denn? Hätte er nicht eine glatte Fläche machen können, wo man hochsliden könnte? Okay, verstehe ich nicht so ganz. Wir untersuchen das Ganze mal zu Fuß. Okay. Ihr grüner Gang geht entlang. Das reimt sich sogar. Wunderschön. Hello, darkness, my old friend. Das ist die größte urige Map, die es hier gibt. Ey, also guckt euch diesen Trash mal an. Ich bin jetzt schon seit mehreren Minuten hier am Probieren. Guck mal, man muss mit den Eisklötzen hier so hochrennen. Ne? Cool, ausweichen. Kein Problem. Ein bisschen hier Trap-Dodgen, ne? Aber das nimmt das ganze Momentum raus. Das ist so mies, ey. Und dann muss man hier diese komische Geschichte hier ausweichen und dann... Immer diese Uhrenmacher, ne? Warum produzieren die so viel Uhren hier, wo man nur am Ragen ist? Okay, einmal hier durch. Links lang. Bam. Ach, schon. Wenn man einmal die Kante erwischt, kommt man hier nicht durch die Lücken durch. Und dieser Anfang hier, der raged mich komplett ab, ey. Das nimmt den ganzen Momentum aus, wenn man diesen... Es nimmt das ganze Momentum raus. Man muss hier diese... Familienfreundlich! YouTube, ist alles okay? Gut! Alles okay. Gut, das Video volle Kanne mit Werbung. Okay, ich jump jetzt einfach durch. Ich jump jetzt einfach nicht durch. Okay, es fing lustig an. Der Spaß hat aufgehört. Jetzt wird's ernst. Let's go. Mit Fingergefühl, mit Fingerspitzengefühl, Leute. Oh, yeah, let's go. Ich hab noch ein bisschen Speed. Ne, ich hab keinen Speed. 30 Minuten lang oder so, weil ich da jetzt verweilt. Hab zwischendurch die Aufnahme abgebrochen, hab's endlich mal geschafft. Weil ich da eigentlich schon fast aufgeben wollte, dachte ich, kommst du nicht durch. Hab dann doch noch jetzt ein Slide geschafft. Okay, weiter geht's, Leute. Weiter geht's, okay. Fast eine Stunde habe ich schon hier drauf. Okay, hier geht's erstmal schön hoch. Bin mal gespannt, wo wir jetzt hier landen. Level 17, haben wir geschafft. Respawn-Felder sind aktiv, alright. Und hier geht's weiter, eine schöne Ice-Map, okay. Okay, einfach jump. Okay. Ja, könnte okay werden. Weiß eigentlich, wie schnell ich bin, boy. The idea, how fast I really am. Ich bin schnell wie fick. Fast as fuck, boy. Boy. Oh, yes. Oh, das geht butterweich. Denn, Leute, das ist das schönste Gefühl immer überhaupt, ey. Wenn es einfach beim... Oh, nee. Wenn das einfach nur flutscht. Wenn es flutscht, Leute. Das erste Mal, wenn man dieses Video macht, beziehungsweise Video macht. Ja, das erste Mal, wenn man diesen Parcours spielt und es flutscht einfach mal. Beim ersten Try kriegt man jede Lücke durch, hat man so richtig schön Fuck-Gefühl. Und ja, Eltern, es ist immer noch ein stinknormales YouTube-Video. Ohne Witz, es ist immer noch Fortnite. Immer noch ein lustiges Spiel für Jung und Alt, für jede Altersklasse. Jeder hat seinen Spaß hier, auch wenn man ein bisschen hier am Ragen ist. Auch wenn es flutscht, ey, ich bin mir ziemlich sicher. Ihr wisst, hey, Leute, woran denkt ihr wieder? Ey, manchmal muss es auch auf der Karte ein bisschen rumrutschen und flutschen, ey. So, hier mal ordentlich durch. Okay, durch die Lücke. Einmal links, einmal rechts. Alright. Was willst du? Bitte nicht schießen, bitte nicht schießen. Okay, Rocket Launcher. Pff, okay, das ist easy. Easy. Ducken. Mm. No. So kurz. Oh, Baby. So kurz vom Ziel. Ich lebe noch.
Oh, so kurz vorm Ziel und doch so weit weg. Okay, aber dieser Parcours gefällt mir. Level 17 gefällt mir. Der ist easy. Der ist nicht easy, ne? Der hat seine Kniffe, aber es ist trotzdem machbar. Es fühlt sich nicht so verkrampft an, dass man irgendwie mega krass ist. Bam! Hey Leute, wisst ihr Bescheid? Ihr wisst doch Bescheid, wenn etwas flutscht. Ihr wisst doch Bescheid, wenn ihr wisst doch Bescheid. Jeden Abend, ne? Ihr macht ja auch immer ganze Zeit diese Parcours-Maps, ne? Da gibt es ja auch eine Webseite, wo man ganz viele Parcours-Maps, hier, Parcours habt, ne? Fängt mit P an. Oh, Baby! Alright, Level 18. Aber der war nicht so schwierig. Der war okay. Okay. Ne, Parcours Hub. Das ist eine wunderschöne Seite. Da kann man viele Maps finden, wo es ein bisschen flutscht. Oh, was zum... Warum ist hier alles so weiß? Es ist alles so weiß, ey. Ich lebe noch. First try. Ne. Oh, da kommt die Todeswand. Ich kann hier tatsächlich trotz Fehler noch irgendwie weiterkommen, ne? Da ist die Wand. Oh, nein. Hey, allein aus diesem Video kann ich mir ein Soundboard aus meinem Geräusch machen. Ist immer noch werbefreundlich. Kindergeburtstag. Kinder lachen. Leute, lacht ihr auch gerade? Mann, langsam wird's echt anstrengend, was das angeht. Aber egal. Hier durch. Man kann ja hier trotz Fehler noch irgendwie gut durchkommen, ne? Das ist ja das Interessante an diesem Level hier. Seht ihr? Okay. Nicht okay. Kann jemand mal einen Sound-Remix aus diesem Video machen, Leute? Mit allen Sounds einen fetten, geilen Beat runterlegen und dann ordentlich schön Tune draus machen. Oh, ich bin schneller als die Wand! Was ist das, ey? Aber ich würde einen Soundremix voll feiern, wenn irgendjemand aus dieser gesamten Kulisse hier mache, irgendwelche Dinger macht, Leute. Let's go. Ah ja, ihr könnt hier oben rechts, wenn ihr auf das I klickt, könnt ihr... Ja, jetzt seht ihr, jetzt muss ich ein bisschen abwarten. Okay. Lauf. Wenn ihr oben rechts... Ich habe die Todeswand überlebt. Meine zweite Chance. Lauf, Mann. Okay, hier rechts rein. Und da war die dritte Todeswand. Wo war ich? Wenn ich hier oben rechts auf das I klicke, Leute, da findet ihr auf jeden Fall noch weitere Videos zu anderen Parcours-Maps, wenn ihr einfach Bock drauf habt. Es würde mich freuen, wenn ihr da einmal vorbeischaut. Es ist immer der kreativere Content und da kann man immer schön sich ein bisschen austoben. Man kann sich da eben so ein bisschen austoben und hier, man kann schön Memes reinbacken und schön... Oh, ich bin wieder schneller. Okay. Okay, das ist so Bullshit. Lauf. Schneller. Yes! Wow. Ey, ist die Wand ein Millimeter? Ja, Mann. Die ist ein Millimeter hinter mir gewesen. Alter, war das knapp. Oh, boy. Nicht bewegen, Leute. Deren Vision basiert auf Bewegung. Okay, was war das jetzt für ein Abschnitt? Level 19! Was haben wir hier? Hier haben wir Lücken und... Okay, da darf ich auch nicht durch. Hier ist eine Lücke. Da ist eine Lücke. Mut zur Lücke, Leute. Die Lücke muss durch. So, okay. Sieht bisher safe aus. Brauche ich nicht mal Speed, oder? Okay, doch, ich brauche Speed. Okay. Ah, da kommt auch eine Todeswand an. Gut zu wissen. Ey, aber ich komme gut durch. Okay, komm mal. Okay, mit so ein bisschen Speed kann man das Ganze, glaube ich, nicht schaffen. Shisha schaffen, das kleine Krokodil. Da bin ich gerade durch die Todeswand geflogen und die nochmal durch mir. Bisschen die Geschwindigkeit runterregeln, dass man genug hat für einen schönen Sprung. Und... Da geht man. Oh. Okay. Leute, was macht ihr für einen Stress, ey? Okay, doch, die Todeswand kommt ganz schön nah dran, aber ich dachte, die Todeswand wäre direkt hinter mir. Alright, Level 20, knusprig. Oh, wieder sowas hier. Wieder so eine Slide-Map, alright. Okay, bisher ganz okay. Oh, da bin ich durch die Lücke. Ey, ich weiß gar nicht, was ihr für einen Stress gerade gemacht habt, Leute. War doch voll easy da mit der Lücke, ne? Da macht ihr Druck so verhindern. Stanley, pass auf, hinter dir ist die Todeswand. Und ich so, oh. Aber da war ja nichts. Bin easy durchgekommen. Aber ja, das macht voll Spaß, ey. Spaßig. Macht so Spaß. Macht richtig Laune. Oh, ist das anstrengend zum Aufnehmen, Leute. Ey, ne, solche Parcours-Maps, die dauern einfach nur 10-mal länger zum Aufnehmen. Und dann auch noch die Videobearbeitung, aber es macht mehr. Vielleicht kann ich mich da kreativer austoben. Ich habe immer Bock, mich kreativ auszutoben und coole Sachen zu machen. Aufwendigere Videos zu machen und nicht nur einfach irgendwie stumpf Sachen runterrattern. Auch wenn ich das öfters mache, aber ja, einige wundern sich, aber es kommen auch manchmal andere Videos bei mir raus, außer News.
oder irgendwas anderes, ne? Kaum zu fassen. Ich bin das Urgestein in Fortnite, was kreative Sachen angeht. Ich habe schon Villas gebaut, da gab es noch keine Spielwiese in diesem Spiel. Ah, wer erinnert sich noch an die Villa, Leute? Wer erinnert sich noch an die Villa, die ich mit Baro gebaut habe? Das war ein schönes... Es ist so anstrengend, ey. Es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend, Leute. Wer erinnert sich noch an die Villa? Was haben wir noch gebaut? Wir haben eine Geisterstadt gebaut, ja. Wir haben eine neue Stadt in Fortnite gebaut. Und es gab noch keine Spielwiese. Mussten wir damals in der Duo-Runde irgendwie... Das war noch richtig anstrengend. Ach, so. Diese Kurve kriege ich inzwischen ganz gut hin, aber... Okay, hier ist es noch so ein bisschen tricky. Hier ist es manchmal... Ihr kennt ja Leute, ne? Das ist manchmal... Das ist manchmal... Oh, ist das... Aber diese Kurven hier kriege ich auf jeden Fall safe inzwischen hin. Da hat man sich so langsam dran gewöhnt. Und seht ihr? So, hier einmal sliden. Und einmal durch die Kurve. Safe, 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 safe. Jo, und alle hopp. Oh, gleich mal zweimal hintereinander. Das läuft. Das läuft. Komm, hier die Kurve kriegen. Und, oh, 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 oh. Oh, in mein Hals. Ah, da kratzt. Zack. Nein. No. Oh, mein Kratz. Mein Hals. Mein Kratz, ja. Mein Kratz, der Hals. Oh. Alter. Mittendrin, wo man sich konzentrieren muss, fängt auf einmal dieser Hals zu kratzen. Da kriegst du voll die Tränen, Leute. Nein, es ist nur sehr emotional. Es ist so emotional, diese Karte. Meine Gefühle kommen hier hoch. Da kommt alles bei mir hoch. Nicht nur die Gefühle. Ah, oh Mann. Ah, okay. So langsam geht's, ey. Und eigentlich unter. Oh, nochmal. Ah, das war mein bester Try gerade, ey. Ich hab schon den nächsten Level gesehen. Ah, Leute, übertreibt nicht, Alter. Das hat gerade so in den Hals gebrannt. Alter. Ich hoffe, das sieht man auf der Kamera. Habt ihr die glasigen Augen gesehen? Habt ihr diese Emotionen, dieses Gefühl gesehen? Ey, ich kriege hier gerade viele Gefühle, ne? Aber das regt so auf. Das regt so auf, ne? Ey, ich habe jetzt schon über eine Stunde auf dieser Map drauf. Komm. Oh, das sieht gut aus. Oh. Ah. Na, Hals kratzt wieder. Ah, ein bisschen weniger. Okay. Yes! Boys! Oh! 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 Beste Parkour Runner! Boys! Alright, let's go! Level 21! Ey, das hat so lange gedauert. Was ist das denn hier? Das ist doch easy peasy! Das kriege ich doch safe durch. Die Lücken kenne ich inzwischen. Ah, guck mal, Leute. First try. Einmal durchrutschen. Das geht safe rein hier. Ah, ich habe keinen Bock mehr. Oh, roter Kurs. Ich hab keinen Bock. Also, es ist emotional, aber es kotzt an. Es kotzt inzwischen richtig an, ey. Ah, nee. 1,5 Stunden auf dem Tacho. Der rote Kurs zum Schluss, der ragt mich immer hier weg, Leute. Der ragt mich immer hier weg. Und man verliert auch hier immer wieder Speed. Und der grüne ist safe. Der ist easy, Leute. Der ist EZ. So. Den blauen kriegt man auch teilweise durch. Also den kriegt man eigentlich ziemlich recht einfach durch. Aber der rote Kurs da sehe ich gerade kein Land. Jedes Mal, das ist so schnell, der Boost hier. Da kriegt man doch gar nicht rüber. Keine Ahnung, wie man das hier lösen soll, aber ich gebe auf. Leute, es würde mich freuen, wenn ihr mal auf den Like-Button reinhaut, wenn es euch gefallen hat. Dann weiß ich, dass ihr einfach mehr aufwendige Videos zu schätzen wisst und dass es mehr davon kommen soll. Und dass ihr da ein bisschen Spaß hattet und hattet. Und klickt ihr auf die rechte Seite, findet ihr weitere Videos. Und gebt mir natürlich eine Flosse. Flop. Ein Skin bitte. Mehr habe ich nicht.